Kulturpfosten haben wir vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Zwei Leute, die damals 1971 gegen Borussia Mönchengladbach mit dabei waren, können uns ein bisschen mehr über dieses Spiel erzählen, wie es überhaupt zu dieser Situation kam. Ein Torpfostenbruch, was kann mal passieren, dass das Spiel dann abgebrochen wird und was daraus erwächst, das sollen uns Günter Bernhard und Pico Schütz, langjährige Stützen der Mannschaft, schon mal selber erzählen. Borgward und der SV Werder, zwei traditionelle Bremer Namen, vereint im Focke-Museum. Zwei große Fußballer stellten sich an jenem Dienstagabend dem Publikum. Günter Bernhard und Pico Schütz erinnerten sich an große Ereignisse, die Fußballgeschichte schrieben. Eben nach dem Mannschaftskapitän benannt. So, der Grund dafür, dass die beiden wirklich erfolgreichen Fußballspieler von SV Werder heute hier sind, ist, dass sie auch dabei waren, als dieser Pfosten da zu Bruch ging. Und da möchte ich Sie ganz gerne bitten, mal so ein bisschen zu erzählen, was das für ein Spiel war, was die Situation war, wie das passiert ist. Ja gut, ich könnte vielleicht mal anfangen, weil ich ja am nächsten dran war. Es war nämlich ein Eckball. Mhm. Der Eckball kam rein und der Laum, das war der Mittelstürmer von Borussia Mönchengladbach, und ich sprang beide hoch. Ich konnte den Ball noch über den Pfosten lenken und er war natürlich auch extrem in Fahrt gewesen, fliegt ins Netz rein, hält sich am Netz fest und durch die Wucht, wie er das Netz festhält, auf einmal macht es Pfosten gebrochen und so weiter. Es war 2 Minuten vor Schluss. Gladbach war in dem Jahr, ging es um die Meisterschaft für Gladbach. Und für uns war es auch wichtig, ein 1-1 in Gladbach zu holen, weil wir ein bisschen weiter unten standen. Und wir wollten natürlich auch, uns war es egal, wir haben gesagt, 2 Minuten vor Schluss, abbrechen, Schluss, wir haben den Punkt. Und der Schiedsrichter wollte natürlich auch, dass es weitergespielt wird. Aber die Gladbacher Spiele, die waren natürlich mit dem 1-1 überhaupt nicht zufrieden. Es war ein Heimspiel und 5 Spieltage vor Schluss. Meister werden wollen, ist 1-1 zu wenig. Also wollten die auch nicht. Die haben gedacht, wenn wir hier zum Schluss machen, wird das Spiel wiederholt und beim nächsten Mal schlagen wir die Bremer. Aber es war dann anders, ja. Das Sportgericht hat so entschieden, 0-2 Punkte gegen Gladbach und 0-2 Tore gegen Gladbach. Und das war für uns im Nachhinein positive Geschichte. Die Gladbacher Spieler, die haben die Ordner genommen, beiseite geschubst, das Tor wieder umgefallen, wir wieder angefasst, aufgestellt. Und das war immer ein Hickhack hin und her, jedenfalls. Wir wollten nicht, dass es ein Wiederholungsspiel gibt. Nicht? Wir wollten die 2 Minuten über die Bühne bringen. Denn das war für uns ein achtbares Ergebnis, 1-1 in Gladbach, und den Punkt brauchen wir, ganz wichtig. Und hat sich natürlich auch entschieden, dass eben die Gladbacher das Spiel verloren haben und dadurch sie selber angeführt haben. Ne? Gab es denn, also wusste einer, was das bedeutet, wenn das jetzt da abgebrochen wird, wie das gewertet wird, weil das ist ja dann ganz anders gekommen? Ja, ich wusste es mit Sicherheit nicht, deswegen waren wir ja alle bemüht, das Ding wieder hochzuheben. Ne? Ob die Gladbacher das wussten, weiß ich nicht, denn die haben ja gesagt, lass das Tor da liegen. Wir kriegen Wiederholungsspiel oder was, ne? Und da haben wir gesagt, nix, wir wollen nicht wieder her, wir wollen die Punkte holen, wir wollen den Punkt behalten. Es war ja sogar so, dass die Ordner das aufgebaut haben und ein Spieler von denen ist mit dem Fuß hineinander das Ding wieder umgeschlissen. Ne? So, weil ja, da waren ja Ordner ringsherum, das konnte der Schiedsrichter gar nicht sehen und das war schon kurios. Für die Zeit, wo wir dann so gespielt haben, dann sind wir unter dem Spiel noch zusammengeblieben. Und sagt, was machst du heute Abend? Ja, ich gehe dahin und dann komme ich mit. Oder waren immer mit 4, 5 Leuten, waren wir immer zusammen mit Frauen dabei nach dem Spiel. Nicht? Oder der Woche schon mal oder was nicht. Was heutzutage gar nicht mehr möglich ist. Die spielen, nehmen ihre Badetasche, wenn sie die überhaupt, die brauchen sie gar nicht mehr. Die haben ja alles da liegen, Seife und Shampoo und so ein Zeug und steigen im Wagen und fahren nach Hause, Schlussende. Ja. Und bei uns war dann die Pflicht, nach oben ins Restaurant zu kommen. Da hatten wir einen Raum, wo dann die Frauen schon mit den Kindern gesessen haben und gewartet haben, bis wir kamen. Dann wurde teils noch gegessen, ja, und dann sind wir auch so gegen 7, was weiß ich, 7:30 nach Hause gefahren. Oder eben nochmal zu dem, sagt du, heute Abend ist bei mir was los, komm mal rum da, nicht? Ja. Also doch 11 Freunde fast. Ja, das war eine gute Truppe. Das war damals, ja, genau. Ja, das war eine gute Truppe, die passte gut zusammen. In England sind Sie nicht. Da war ich dabei, ja. Ja. Da könnte ich eine Story auch noch erzählen. Ja, erzähl. Die Torhüter liegen ja immer auf dem Zimmer zusammen und der Hans Sikorski war ja die Nummer 1, Sepp Maier war die Nummer 3, der war ja als ganz Junger dabei und ich war die Nummer 2. Und Hans Sikorski auf unserem Zimmer, wir waren schon, Hans Sikorski war der ältere Spieler und dann trifft man sich schon mal abends mit Uwe Seele, Willi Schulz waren ja alle so.
Und dann ging es ja auch schon, Dietmar Kramer war damals Assistent, Udo Lattek war auch Assistent von Helmut Schön. Und da wurde schon diskutiert, naja, wenn das nicht klappt, denn damals ging es ja, im Viertelfinale mussten wir gewinnen gegen, glaube gegen Bulgarien mussten wir gewinnen, und da, wo der Emmerich dieses Winkeltor geschossen hat. Und da war doch damals schon das Gespräch, wenn wir ausscheiden, nicht weiterkommen, wird Dietmar Kramer wird dann Trainer, Helmut Schön muss weichen. So wurden da schon die Dinge gehandelt. Aber der Erfolg war ja da, es ging ja dann weiter und war dann Halbfinale gegen Russland, wurde ja gewonnen. Hans Sikorski hatte sich schwer verletzt an der Schulter und der durfte eigentlich im Endspiel bei der Weltmeisterschaft nicht spielen aufgrund seiner Verletzung. Der wurde nachts, ich lag ja neben ihn und der Deuser kam, das war damals der Masseur, der hat ihn nachts 2-3 Stunden bis nachts um 3 behandelt und so weiter, bloß damit er halt, es ist ja auch eine tolle Sache, im Endspiel Weltmeisterschaft im Tor zu stehen, und er hat ja die 5 Spiele vorher hervorragend gehalten, also das wäre ja auch ärgerlich gewesen, ich hätte vielleicht auch gesagt, ich kann spielen. Aber aufgrund seiner Verletzung, die er hatte, und hat er die Arm, und das 3-2, wenn man sich noch ein bisschen entziehen kann, das Tor, das da kein Tor war, hat er ein bisschen auch Probleme gehabt, mit der Hand nach oben zu kommen. Also er hätte im Endspiel eigentlich spielen dürfen, der Sepp Maier war auch noch verletzt, also hätte ich im Endeffekt spielen müssen, aber es wäre natürlich eine große Belastung gewesen. Er hat alle Spiele gespielt, und ich hätte dann da im Endspiel spielen müssen, vielleicht wenn ich versagt hätte und so weiter, hätten alle gesagt, ja, mit Koski wären wir Weltmeister geworden. So ist das mal, aber wie gesagt, er hätte aufgrund seiner Verletzung, die er wirklich hatte, hat mit Spritzen und alles ihn nur fit bekommen und hat dann gespielt. Aber man muss fairerweise sagen, wenn man sowas vor Augen hat, er war ja auch damals schon um die 33, 34 Jahre, es war ein krönender Abschluss für ihn. Ich an seiner Stelle hätte es auch so gemacht, ich hätte gesagt, ich kann spielen und will spielen. Und ja, klar, im Spiel muss man ja auch sagen, es war keine große Sache, dass er jetzt schuld war, dass wir jetzt gegen England 4-2 verloren haben. Und das umstrittene Tor war ja sowieso kein Tor. Der war ja auch nicht drin. Der Torpfostenbruch von Mönchengladbach. Ein interessanter Fußballabend von vielen. In der Ausstellung 100 Jahre SV Werder, Sport im Rampenlicht. Ja, die beiden haben jetzt ausführlich erklärt, was das damals, was Sache war mit diesem Torpfosten. Das haben sie bei Ihnen ja auch. Das war eine Sonderausstellung bei Ihnen im Focke-Museum. Mhm. Und jeden Dienstag haben die Protagonisten sich da zur Verfügung gestellt, den Zuschauer und Besucher gegenüber. Ne? Mhm. Da haben wir uns überlegt, wenn man so viele wirklich schöne Sachen auch hat, aber für sich alles sehr kleine Gegenstände.